Ich mache mir Sorgen um Felix. So spät ist er noch nie gekommen. Wieso? Was mit Felix? Er ist 2 Stunden überfällig? Ach, Rainerchen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der sitzt da. Du, Franzi, hast du eine Ahnung, wo er stecken könnt? Die haben sich getrennt. Die Ehe ist im Eimer. Hä? Mach Sachen. Entschuldigt, dass ich mich verspätet habe. Ist ziemlich hoch hier, was? Ist das der 11. Stock? Nein, der 8. Stock, ja. Es sind 10 Stockwerke und die untersten 5 sind doppelstöckig, gell? Müssen wir jetzt alle gehen? Nein, nur die Jungs, die ein Zuhause haben, wo sie hingehen können. Ich kann auch ins Hotel gehen, wenn du willst. Nein, spar dein Geld. Du wirst es für die Unterhaltszahlungen brauchen. Was soll das denn jetzt? Ich versuche, meine eustachischen Röhren zu entlüften. Komisch, nicht? Dass ausgerechnet wir beide ohne unsere Frauen jetzt gerade zusammenkommen, nicht? Und das ist auch nicht das Ende. Und zusammen findet hier gar nichts statt. Wir sind kein Paar. Wenn du dein Leben wieder im Griff hast, dann verschwindest du wieder von hier. Naja, nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ja. Und nun, das perfekte Sandwich S.A.S. für dich. Und hier, nimm doch du einen Untersetzer, sonst nimmt die Politur Schaden. Ah, bitte über dem Teller essen, sonst macht das Dressing leichte Flecken. Hm? Jungs, wer hat den Bioluftbefeuchter ausgeschaltet? Schlechte Nachrichten für dich. Auf unserem Boden liegt ein totes Gürkchen. Du hast die Wahl. Entweder ziehst du jetzt deine Gummihandschuhe an und hebst es auf und bestattest es auf dem Bogenfriedhof oder wir pokern. Überlegst dir in Ruhe. Musik.